Wo war ich stehen geblieben? Genau, der Besoffene. Der Bosowski. Und ich dann so, mein Gott, warum habt ihr nicht früher Bescheid gesagt? Weil die dann so, ja, wir laufen hier schon 20 Minuten rum. Ich denke mir so, warum habt ihr nicht früher Bescheid gesagt? Und dann haben die den die Treppe hochgestützt, ihm geholfen, seine Schuhe auszuziehen, seine Jacke ausgezogen, dann hat er sich bei mir aufs Sofa gekracht. Ja. Ein Kumpel ist dann wieder gegangen, der andere ist geblieben und wir saßen dann im restlichen Zimmer rum und dachten uns so, geil, warum haben wir ihn eigentlich aufs Sofa gepackt? Da wollten wir uns hinsetzen. Also saßen wir dann den Rest vom PC, haben ein bisschen Videos geguckt, Musik gehört, gequatscht und so. Ja, und dann dachten wir uns so, okay, setzen wir uns einfach mit aufs Sofa. Und dann haben wir uns vor und hinter seine Beine und so gesetzt. Auf jeden Fall saßen wir dann zu dritt auf einem Sofa. Und der eine lag dann da so und wir haben alle ziemlich Oh, gekuschelt. süß. Dann sind wir irgendwie Das eingeschlafen. ist süß. Und um 3:30 oder so habe ich dann The Forest angemacht vom lieben Gronkh. Und als ich dann um 6 aufgewacht bin, weil der Bosowski neben mir endlich wach geworden ist nach 5 Stunden Schlaf, ich wollte ihn auch erst dann wegschicken, wenn er wieder wach wird, von alleine wach wird. So, weißt du, so fertig, der Körper ist fertig mit Rausch ausschlafen und alles. Und dann ist das in Ordnung, dann kann man den wieder nach Hause schicken. Weil ich hätte Angst, dass der sonst unterwegs irgendwie weggeklappt wäre oder sich so gedacht hätte, guck mal da, ein Busch, da drin kann ich schlafen bei diesen unmenschlich kalten Temperaturen. Oh ja, kenne ich. Irgendjemand, Ja. also ich kannte den Typen, um ehrlich zu sein, gar nicht wirklich, aber es ist ja Dorf und da spricht sich sowas rum. Und da dachte sich auch einer im Ja. Winter, ja, ich lege mich mal in den Schnee. Oh, Der Spawner ist sweet. nicht ordentlich genug ausgeleuchtet. Hier Spawnviecher. Keine Oh. Fackeln. Übrigens, ich habe die Leine wieder gefunden. Sicher? Also, ich habe zwei, also man macht ja zwei. Ach so. Oh. Okay, weil Schnitze ist nicht angeleint, stelle ich gerade Was? fest. Und da ist eine Leine in der Dingens. Nutzel hat sich losgerissen. Ja. Upsi. Dann leine ich Ja. Schnitze mal an. Schnitze. Schnitze. Können wir das andere Schnitze. Schwein nicht Pommes nennen? Ich kann es nicht anleihen. Ja, lass es uns Pommes nennen. Ich suche was. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich suche. Ich suche hier im Skelett. Knochen. Ist nicht, oder? Habe ich schon verbraucht. Du bist ein Aber grausamer ich Mensch. habe Warum sogar tust du mir dafür das an? gebraucht. Also. Ja, okay. Ist das in Ordnung? Ja. Bäm, wir haben so fucking viel. Ist hier irgendwo Nimm Kohle? Da übrigens ist was mit, was Kohle, dir gefallen Kohle. könnte. Wir haben jetzt einfach mal wieder übelst viele Ofenkartoffeln. Voll Ja. geil. Wir haben Essen. Essen. Brauch schon wieder nur so ein Ja. bisschen was vom Level. Das hasse ich ja. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Hier, Vorschläge. Varioaming. Varioaming hat geschrieben, das Tische Karneval, Fastenzeit. Woher kommt deine Chionophobie und der Hass auf Frau Holle? Was ist mit Livestreams? Wunschgames 2015. Okay. Wollen wir mit Karneval anfangen? Ich habe noch nie vernünftig Karneval gefeiert, sondern das werde ich dieses Jahr das erste Mal tun. Werde Rosenmontag feiern gehen. Und am nächsten Tag in die Schule gehen. Echt noch nie wirklich Karneval gefeiert? Aber auch nicht, fällt mir so ein. Also, bei uns ist das ja Fasnet und nicht Karneval. Also, ich wohne auch in einem sehr katholischen. Oh, Kohle. In einem Ah, sehr. okay. Deswegen wahrscheinlich Genau, in einem Fastenzeit. sehr katholischen Dorf und so. Und da ist das natürlich alles immer sehr extrem und alle freuen sich immer so drauf und. Ja, ebenso ist es hier auch. Also hier in meinem Dorf jetzt nicht, aber in dem einen, da ist es echt krass. Da ist, dieses Dorf ist nur für Karneval bekannt. Was? Es ist auch ein einziger Saufverein in diesem Dorf. Richtig. Und das finde ich halt auch so, weißt du, so höchst katholisch, aber dann eigentlich nur am Saufen. Das Das verstehe ist ich immer nicht hart. so ganz. Ehrlich. Ich muss was googeln, ich muss den einen Begriff googeln. Chionophobie. Das Chionophobie. freut mich gerade, weil ich auch nicht weiß, was das ist. Phobie. Angst vor Schnee. Angst vor Schnee? Weil ich immer über Schnee twitter. Ich habe keine Angst vor Schnee. Ich bin nur genervt. Weil ich mir immer so denke, so, also zum Winterbeginn denke ich mir mal, cool, Schnee, ja, endlich. Und dann kommt kein Schnee.
Und dann, wenn ich mir so denke, ja gut, reicht wieder mit Winter, ne, habe ich keinen Bock mehr auf den Scheiß, dann kommt Schnee. Genau dann kommt Schnee und dann bin ich sauer, dann habe ich keinen Bock mehr. Das nervt mich dann. Ah. Ja, sehr komplex, ich weiß. Wo bist du? Ich will Knochenmehl. Ich bin im Haus. Hallo. Ja! Das freut mich wahrhaftig. Ach, du weißt wirklich, was mir gefällt. Nur kann ich die Dinger gerade irgendwie nicht aufnehmen. Oh, jetzt schon. Ja, geil. Ja, gut, ich bin dann mal bauen. Bis tschüss. Dann. Ich mach das Kuschel. Dab, dab, dab. Dab, da, 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 da. Der Einbaum ist schon gewachsen. Voll cool. Ich sag's euch, das wird was. Das sieht voll fast schön aus. Quasi. So gut wie. Ich weiß auch noch nicht, was wir hier in der Höhle gestalten, wenn man da so reingeht. Das wäre sweet, wenn die irgendeine Funktion hätten. Wenn das jetzt nicht funktioniert, tötest du mich dann? Ich muss gucken, ob ich es richtig geschrieben habe. Nein. Ja, habe ich. Okay. Was wollen wir eigentlich aus den Höhlen machen? Die haben Potenzial für irgendwas, was ziemlich nice aussehen könnte. Hier, ist es funktioniert? Ich will jetzt sehen. Nein, bleib wo du bist. Nein. Ich will sehen. Alter, wie geil das ist. Oh mein Gott, wie geil ist denn das bitte? Kommt das hier durch? Ich frage mich gerade, wenn ich das jetzt schere, ne? Kommt dann immer Nein, unterschiedliche weißt du, Farbe? Bleib drin, du Spasti. Bleib drin. Spasti-Schaf. Du hast es angebunden. Hast du gerade mein grünes? Ja. Wo ist die Leine hingehüpft? Hinter Jab. Das ist Jab. Jab. Ja. Ich hoffe, du bist auch dafür, dass es ins Haus kommt. Ja, klar. Ein Disco-Schaf. Alter, wir haben einen fucking Disco-Schaf. Wenn Mr. Morgan das tötet, dann töte ich ihn. Dann reiße ich ihm die Eier ab. Ich glaube, das andere Schaf hat eins deiner Hunde getötet. Ja, das kann gut möglich sein. Aber dann reiße ich ihm die Eier ab. Wenn ich da was... Oh nein! Nein, Schnauze. Ein bisschen laut geschrien. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich brauche deine kreative Hilfe. Und wir brauchen eigentlich eine Menge Knochenmehl und das nervt mich. Wie wär's, wenn wir einfach mal eine Nacht überleben? Ja, steht einfach AFK rum, ist kein Ding. Nein, ich glaube, sie fliegt wieder vom TS. Und aus Minecraft. Ich gebe dir noch so ein paar Sekündchen. User in your channel timed out. Ich bin gut. Ich bin gut. Au. Nein, Ari angucken, wie sie verschwindet. Das ist gut, das ist super. Und flupp, sie ist weg. User Schaff. Entered your channel. Na, hat da jemand beschissenes Internet? Was hältst du davon, wenn wir die Nacht mal nicht zum Tag machen, sondern einfach die Nacht mal durchlaufen lassen und eine Runde Skelettschnetzchen gehen? Ich weiß nicht mehr, wo Jeb ist. Jeb ist Richtung Gehege gelaufen. Jeb ist nicht verschwunden. Jeb habe ich gerade gesehen. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin sofort da, ich muss Jeb. Deine Kreative. Jeb kommt vielleicht vor die Tür. Weil dann können die Hunde ihm nichts antun. Und deine Tür ist verschwunden, weil ich sie abgebaut habe. Oh nein, doch nicht, ich hab sie. Und deine Tür ist verschwunden. Okay, ist kein Ding. Es ist schon okay. Ist kein Ding. Jeb, du wohnst jetzt hier. Ich mach die Beleuchtung hier jetzt weg. Dann sieht das alles viel mysteriöser aus. Ich habe schon wieder ein Feld kaputt gemacht. Fick dich. Ja, wo bist du denn? Ich bin gerade in der Höhle drin. Es sind drei. Jetzt ganz rechts, die. Rechts. Rechts. Oh. Da baue ich nämlich gerade die Fackeln ab. Ich weiß nicht, was sollen wir aus diesen Höhlen machen. Ich bin der Meinung, sie haben Potenzial für irgendwas Krasses, was man machen könnte. Aber ich weiß nicht, was. Ist Kohle. Weißt du? Weil ich habe sie echt abgebaut. Ja, hier ist überall noch Zeugs. Das habe ich noch nicht abgebaut, weil daran hatte ich irgendwie kein Interesse. Ja, deswegen würde ich es ja dran lassen. Aber was könnte man hier denn Cooles hinmachen?
Ich weiß, dass ich da auf jeden Fall jetzt Ranken reinklatschen werde. Ja, werde ich jetzt welche holen. Habe ich die schon? Nein, die habe ich nicht im Inventar. Die sind in der Kiste, meine ich. In der Kiste rechts, ja. Oder? Hast du sie schon konnten? Nee, hast du nicht. Aber jetzt warten wir erstmal, bis Nacht wird und dann gehen wir schnetzeln. Oh, ja. Oh, der Baum ist auch schon gewachsen. Wollen wir nicht in die Wüste gehen? Da schnetzeln? Ja, das können wir gerne machen. Das meiste so. Da oben bin ich irgendwo. Okay, reicht erstmal. Bist du schon in der Wüste? Ich bin hier so rum. Okay. Ach so, ich sehe deinen Namen-Dingens da hinten. Ich komme mit, warte auf mich. Guck mal, ein Zombie. Ja, was? Guck mal, ein Zombie. Du bist ja ganz süßer. Ja, komm ich mal. Ich bin getötet, glaube ich. Ganz süßer. Hä, ich dachte, hier wären mehr Skelette. Auf was ist denn der Server gestellt, Mann? Mann. Hey, warte mal kurz, ey. Hey, du Otto. Es ist ja noch nicht richtig Nacht. Ich sehe auch sonst keine Mobs. Ja, so geht's mir gerade. Ja, aber manchmal rasten die Mobs nachts ziemlich aus. Ich finde diesen Dingens hier strange, ja. Den Brunnen. Der ist hier einfach. Der ist einfach natürlich so gespawnt. Ich finde den seltsam. Verstör ihn. Weißt du, was ich mir gerade so dachte? Geil, wenn wir fett Hungersnot haben, ne? Hätten wir zwischenzeitlich auch einfach zum Dorf rüberlaufen können. Ich sehe das Dorf und ich sehe, dass da drüben richtig viel Dingens ist. Töten, töten, töten! Töten! Entschuldigung. Musste sein. Killstil. Killstil. Ja. Sie trifft mich nicht. Sie trifft mich einfach. Oh fuck. Tritt. Wow, Stickies. Ich hasse Hexen, weißt du? Ich mache mir bei Hexen dann immer voll die Hoffnung, weil ich mir so denke, geil, da kriegst du voll was Vernünftiges raus, da hast du dann Fett und so, ne? Ja, richtig, und dann sowas. Ich habe kein Essen mehr im Inventar. Ich nehme jetzt einfach... Weißt du, ich wollte die ganzen Spinnen nehmen, die hier drüben waren, da despawnen die einfach. Was soll denn der Scheiß? Ich finde das nicht fair. Doch, ich schon. Da hinten ist jetzt eine einzige. Boah, der Himmel sieht doch echt ganz ich nice aus. Wolken und so ein Kram bei mir aus. Das hat er mir nicht mehr. Ich auch. Nur das vom Texturenpack wird angezeigt. Und das sieht richtig nice aus. Egal, ich gehe rüber zum Dorf. Dorf. Sweet. Und da hinten sind doch Viecher. Komm mal mit Richtung Dorf. Ich bin doch unterwegs. Was bist du denn? Oh, ich habe ein Skelett gefunden. Ich laufe nochmal zurück. Hab zwei gefunden. Töten, töten, töten. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Töten, töten. Ich weiß nicht, wo du bist. Am Dorf. Okay. Aber da ist doch so ein Graben und so ein kleiner Fluss, ne? Der das Dorf und mein Territorium da teilt. Da wollte ich irgendwann mal eine Brücke drüber bauen. So eine fette Brücke. Okay, hier sind... Okay, läuft schon. Töten, 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 töten. Ich liebe es, Mobs zu killen. Weißt du, im PvP bin ich jetzt nicht so der Crack, aber was Mobs angeht, die kann ich töten. 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 Oh, da hinten ist ein Creeper. Der hat eine nette Textur. Stirb. Oh, Spinn. Oh, da hinten ist noch einer. Die Spinne ist dumm, die versucht am Kaktus hochzuklettern. Komm zu mir, Creeper. Nicht weglaufen. Hallo. Ja. Hallo. Was ist das da hinten? Oh mein Gott, da hinten ist ein Schaf. Oh, hier ist noch ein Schaf. Wo laufen hier Schafe rum? Da hinten ist eine Kuh. Oh, guck mal, eine Spinne. Ich bin tot.
Und ich denke mir gerade, looten und leveln, looten und leveln. Da ist ein Creeper. Ein Creeper. Ein Creeper. Aber den Enderman mag ich nicht angreifen, vor dem habe ich Angst. Was das cool ist, wenn... Fällt gerade auf, dass ich gar keinen Minecraft-Sound anhab. Oh, fuck. Ich habe keine Minecraft-Sounds an. Warum habe ich keine Minecraft-Sounds? Das ist richtig irritierend. Oh, ist gemutet. Was? Ist ja doof. Hab gerade festgestellt, dass meine Minecraft-Sounds einfach die ganze Zeit gemutet waren. Das ist natürlich extrem intelligent. Darf ich Dorfbewohner töten? Ja! Nein! Aber ich mag den Sound. Oh, die waren noch nicht fertig. Ein. Okay. Ha. Ja. Ich liebe das. Oh, guck mal, da hinten ist ein Skelett. Ich will ihn haben. Na, hallo. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Du bist tot! Da ist ein Enderman, der macht mir Angst. Ich gesehen. Cool, da kämpfen gerade ein Skelett und eine Spinne. Alter, zieh die das mal rein. Wie geil ist das denn bitte? Nein, nicht draufhauen. Ich wollte, dass sie sich alleine gegenseitig töten. Oh. Ich versuche den Enderman zu... Weil dann hätten die bestimmt was Krasses gedroppt. Angegriffen. Ja, jetzt habe ich es getötet. Niemand greift meine Ari an! Nein, nein! Oh Gott, wo ist der Enderman? Wieder bei dir. Warte, ich bin mit. Tod! Tod! Das ist Spinne. Gesnackt. Ich bin low life. Was will ich haben? Will ich haben? Stirb! Oh. Ja, die Landwirtschaft. Ich bin ja schon so ein Bauer. Scheiß Dorfkinder. Aber Dorfkinder wissen wenigstens, dass König Lila sind, ja? Mhm. Du sagst es, Schwester. Also, soll ich die Enderperle mal... Oh, das war auch noch nicht fertig. Mal. Nein. Du kannst damit ruhig tun, was du willst. Und wenn du mir damit zum Mond fliegen willst, dann flieg damit zum Mond. Lass mich gehauen. Du bist ja durchgelaufen, Edgebadge. Selber schuld. Cool, ich hab 10 Knochen. Oh, düd. Oh, okay. Okay. Oh, Ari, das ist voll erbärmlich. Ich verliere durch Enderperlen, ja, Dings, Herzen. Und ich hatte nur noch 3. Bist du gestorben? Nein, okay. Nee, ich dachte, ich bin mal Asi und teleportiere dich einfach. Obwohl, gleich bin ich tot. Ich habe nämlich nur noch 4 Herzen. Und es kommen gerade 2 Zombies auf mich zu. Geil, da drüben sind noch 3 Skelette. Die nehme ich. Oh mein Gott, ein Skelett mit Eisenrüstung im Wasser. Au. Schieß mich raus, Skelett. Danke. Im Wasser, nie gegen Skelette kämpfen. Nee. Ja, gute Idee. Da hast du recht. Ach, das ist ein Skelett hier drüben, Mensch. Das ist doch sweet. Bäm. Wie viele Knochen hast du schon? 2. Ich habe dir vorhin ein paar zugeworfen. Ja. Ach so, sweet. Ich denke mir gerade einfach nur so, wow, es lohnt sich voll. Also die Nacht hier zu verbringen, das hat sich echt gelohnt. Hey, der hat ein Dingens umarmt. Krass. Au. Oh. Nee. Guck mal, die Hühner sind voll produktiv. Warte, ich muss gucken. Ich hab sie schon eingesammelt. Oh, jetzt haben sie auch andere Texturen bei mir. Jetzt sind sie braun. Hey. Ui. Hey. Guck mal. Du bist abgehauen. Ja. Babymädchen, komm rein. Hi. Bist du draußen? Scheiße. Komm rein. Lalala, ich kann springen. Scheiße. Fick dich, Huhn. Was hat niemand gesagt? Fick dich, Delfin, fick dich mal. Ich bin heute wieder so aggressiv. Und wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
Das würde ich gleich mal nachgucken, aber ich bin gerade dabei, das Ding zu zerstören. Das alte Feld. Ich gucke gleich nach. Ist Mr. Morgan eigentlich noch? Ja, der ist noch da. Oh. Aber die haben Besuch. Oh, du hattest mir eine Sprachnachricht geschickt. Ja, weil du weg warst. Oh, das ist ja süß. Hat mir gefehlt. Okay. La, 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 la. Au, ich bin fast tot. Bist du behindert? Noch ein weiterer Schlag und ich wäre tot gewesen. Geil.